Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ich habe jetzt vorhin The Lego Movie gesehen. Das ist meine Kiste mit Lego-Shit, das habe ich noch aufgehoben. Die großen Steinchen und so, das habe ich alles nicht mehr. Ja, jetzt reden wir über den Film. Zuerst mal eine kleine Vorgeschichte. Ich habe mich ein bisschen über den Film informiert und habe herausgefunden, dass er 96% bei Rotten Tomatoes hat, also dem Kritikerkonglomerat weltweit. Das heißt, der Film ist mit seinem 96% Approval Rating einer der positivst aufgenommenen Filme aller Zeiten. Ich verstehe, warum Leute diesen Film toll finden. Er ist knuffig, er ist unfassbar originell gemacht. Er ist aber kein guter Film von der erzählerischen Seite. Ich finde, da ist viel Wind um nichts. Der Film ist richtig, richtig schön gemacht. Die Optik ist beispiellos. Und allein wenn man das dann auch im Kino sieht und auch in 3D, sieht einfach super aus. Doch worum geht es in The Lego Movie? In The Lego Movie geht es um Emmett Brickkowski. Der ist ein Arbeiter, der absolut gewöhnlich ist und der arbeitet in einem gewöhnlichen Betrieb und alles ist awesome. Bis er dann eines Tages mal merkt, dass es noch etwas anderes gibt quasi, dass es verschiedene Reiche gibt. Er ist zum Beispiel im Stadtreich und es gibt andere Reiche. Und die wurden durch Mauern getrennt von einem Mann namens Mr. Business oder President Business, der auch sich als Lord Business bezeichnet. Das ist quasi der Bösewicht, dessen unerklärbarer Plan ist, alles festzukleben. Gut, dieser Emmett ist anscheinend der Auserwählte. Das heißt im Englischen The Special. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Und The Special ist einfach der Typ, der Balance to the Force. Er ist im Endeffekt Mr. Anderson. So kann man sich das vorstellen. Sehr viele Matrix-Parallelen gibt es hier. Sehr viele. Und in diesem Film geht es einzig und allein darum, dass Emmett die anderen Master Builder, das ist so ein Geheimbund von Leuten, die von Lego-Leuten, die noch kreativ sind, weil Kreativität wird unter Lord Business nicht mehr groß geschrieben. Und Emmett muss als Auserwählter die alle vereinen. Auf der Reise durch die einzelnen Universen trifft er auf ganz, ganz viele Figuren. Er trifft auf Batman, auf Superman, auf Green Lantern, auf Gandalf, auf Dumbledore, auf Han Solo und Chewbacca und Lando Calrissian. Alles wird irgendwie verheizt, was man irgendwie verkaufen kann. Das ist ja auch klar, weil im Endeffekt ist es ja ein 90-minütiger Werbespot für die kleinen dänischen Klötzchen. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Entweder man zeigt da mit dem Finger drauf und sagt, ihr Idioten, warum wollt ihr euer Produkt verkaufen? Auf der anderen Seite muss man sagen, hey, die wollen ihr Produkt verkaufen. Das ist, ich kann es nachvollziehen. Man zeigt quasi in diesem Film, hey, das kannst du alles mit Lego machen, das ist total toll und jetzt gehst du in O-Blätter und kaufst dir das. Also so ist ungefähr die Marketingstrategie hinter The Lego Movie. Und die Story ist absolut zweitrangig. Es geht einfach nur darum, dass es verfickte Lego-Steine sind. Mehr hat der Film nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Film clever ist, weil jeder in diesem Film ist clever. Jeder. Jeder hat irgendwie so einen Spruch auf den Lippen und jeder ist irgendwie so quirky und jeder sagt irgendwie, oh, ich weiß, was wir machen. Aber ich weiß es doch nicht. Und das ist immer wieder der gleiche Joke, der sich immer wiederholt. Das heißt, wir haben quasi Leute, die nichts können. Und das ist dann lustig. Und so gehen wir dann auf den Protagonisten gleich, unseren Emmett, der ultimative Masterbuilder ist, The Special. Der ist ironischerweise, weil die Message des Films ist ja, everybody is special, bla bla bla, sogar Lord Business ist special. Und Emmett verbindet halt irgendwie, er ist so das Stück, was alles verbindet quasi. Er zeigt den Leuten, dass sie alle special sind. Aber er selbst ist so vergesslich geschrieben und sein Auftreten ist absolut mondän,
dass ich mir halt denke, ach, ist das jetzt immer noch clever oder ist das eine Ironie in der Ironie oder ist der Film sogar auf dem Weg in die zynischen Gefilde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt komme ich zu Spoilern. Diese Lego-Stadt steht im Keller von Will Ferrell. Das ist das Ding. Also das ist quasi, die Stadt ist ein Lego-Spiel. Und da gibt es halt einen kleinen Jungen und der spielt diese Story halt. Und das ist quasi die Idee des Films, um zu sagen, hey, jetzt haben wir einen Weg, Gandalf und Dumbledore und Green Lantern und Superman und Batman und Chewbacca und Han Solo alle in einen Film zu bekommen, weil das Kind ja damit spielt. Das ist sowas von affig und sowas von ideenarm. Es ist zwar clever von der Marketingstrategie, aber da geht irgendwie alles verloren, tut mir leid. Und es macht auch in der Filmlogik auch keinen Sinn mehr, denn die werden irgendwie leblos, wenn sie vom Tisch fallen. Und wenn sie vom Tisch fallen, das ist dann quasi in der Lego-Welt als Abgrund dargestellt. Ja, ansonsten ist es halt einfach der Boden. Und dann frieren sie quasi ein in den Zustand, in dem man sie halt kennt. Und sie werden eigentlich nur lebendig, wenn man mit ihnen spielt. Jetzt gibt es nur das Problem, dass der ganze Shit, der da passiert, ja höchstwahrscheinlich im Verstand des Jungen und auch in Will Ferrells Verstand abläuft. Weil er ist quasi die Real-Life-Version von Lord Business. So. Er spricht dann mit seinem Sohn und er hat dann ein Change of Heart und dann bretten sie die Stadt oder whatever. Das ist einfach nur, man schaut quasi einem Jungen zu, wie er spielt, nur das merkt man erst in den letzten 10 Minuten. Gut, es gibt halt so vielen affiger Scheiß in dem Film, der ist auch meines Erachtens nicht lustig. Das hat mich besonders schockiert, weil ein paar andere Filmkritiker auf YouTube, die haben gesagt, ich habe wirklich jede Minute gelacht. Es gibt exakt zwei Jokes in dem Film, die wirklich lustig sind. Alles andere ist doof. Alles andere ist doof. Und es ist auch keine Verbeugung vor den verschiedenen Franchises. Nein, das ist eine. Die wollen Geld machen. Die wollen Geld machen. Ich war echt selber sehr enttäuscht. Ich war sehr, sehr traurig. Ich war sehr, sehr traurig, weil ich mir gedacht habe, ich hocke mich jetzt in diesen Film rein und schaue den Film The Lego Movie, weil ich früher sehr viel mit Lego gespielt habe. Und dann ist das so ein großer Haufen Bullshit und Nonsens und unlustige Punchlines und so jetzt als Fazit würde ich eigentlich sagen, dieser Film ist entweder wegschalten diskutabel oder vergessene Welt. Also wegschalten diskutabel bedeutet, wenn du am Abend so vom Fernseher bist und dann so selbst und dann siehst du, oh, The Lego Movie. Dann kann man das ein bisschen gucken. Fertig. Und das andere, das vergessene Welt bedeutet einfach nur, dass man den Film schaut und ihn vergisst. Ich kann dem Film keinen Minus Null geben, obwohl ich sehr enttäuscht war. Ich kann ihm auf jeden Fall keinen Filmageddon geben, denn dazu war er einfach viel zu kreativ. Die Optik ist Wahnsinn. Also Explosionen mit einzelnen Teilchen darzustellen und so. Das ist echt, auch wenn der Look nicht konsistent ist, also einmal ist Wasser Wasser und dann ist Wasser besteht so aus kleinen Stückchen und es ist einfach allgemein hundsdumm, aber vielleicht soll man ja da auch nicht irgendwie groß drüber nachdenken und einfach genießen, was der Film einem gibt. Aber wenn er dann auf die echten Schauspieler wechselt, ich weiß nicht, da wird so eine bedeutungsschwangere Ebene eingeführt, so von wegen, wir sind alle Kinder und die Kreativität und Spielen und das nimmt diesem kleinen, süßen Film eigentlich das, was er hätte bleiben sollen. Und zwar ein Film, wo die Figuren aus Lego sind. Und nicht irgendwie auf eine Metaebene gehen und versuchen nochmal irgendwas reinzupreschen, was im Endeffekt nichts weiter ist als Lego ist Spaß. Jetzt geh in den Laden und kauf dieses scheiß Lego. Alles klar. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Wie ein einziger Tag muss ich noch filmen, also die Kritik kommt dann demnächst. Alles klar, ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.